machen mit zum Gewinnen. Ich denke, jeder macht damit, dass er auch gewinnt. Sicher ist auch ein Vorteil, wenn man sich eben mit der Erfahrung ein bisschen austauscht und alles. Es ist eigentlich nicht ums Gewinnen gegangen, sondern einfach zum Mitmachen, Erfahrung sammeln und Spass haben. Du musst alles einhalten, die ganzen Abstände, die Höhe, dass die ganzen Absturzsicherungen gewährleistet sind. Ja, dass auch die anderen, die das Gerüst brauchen, die Sicherheit da ist. Die Planzeichen, Ausführung nachher, auch der Zeitdruck manchmal, ist auch ein großer Faktor. Und hat schwere Träge, aber da gewöhnt man sich da. Du musst nicht ins Fitnessstudio, das ist definitiv nicht. Wahrscheinlich wie die kleinen Kinder früher noch mit Lego spielen, tut man jetzt als Erwachsener noch ein paar Sachen zu bauen. Eigentlich muss man noch schnell arbeiten. Eigentlich auch schwindelfrei sein. Muss schon ein Köpfchen haben.